Hallo und herzlich willkommen bei Sweet and Easy. Heute backe ich alles vom Blech und das ganz neu und ganz anders. Mein Bienenstich mit doppelter Creme und extra kross. Der letzte Schrei vom Blech, meine knallroten Strawberry Bars. Und Juliane Helbig backt mit mir einen Blechtraum aus Kirschen und Marzipan. Also ran ans Blech. In den Straßen Berlins habe ich sie jeden Tag um mich herum, die Blechlawine. Blech in allen Formen und Farben und keins ist wie das andere. Blech ist also alles andere als langweilig und das gilt auch im Backofen. Genau das will ich heute beweisen. Aber genug der Worte, denn Reden ist Silber, Backen ist Blech. Wenn ich an Blechkuchen denke, dann fällt mir als erstes der Bienenstich ein. Das ist somit der leckerste Blechkuchen. Allerdings ist er schon ein bisschen verstaubt, denn erfunden wurde er in Andernach 1474. Tja, 1474 ist sehr, sehr lange her. Ich finde, da ist es mal Zeit, dem Bienenstich ein neues Gewand zu geben. Und das bekommt er heute von mir. Er wird richtig lecker mit einer doppelten Creme aus Kirsche und Banane. Und als erstes mache ich den Biskuitteig für den Bienenstich. Und der geht ganz einfach. Eiweiß einfach vom Eigelb trennen, das Eiweiß aufschlagen zu einem richtigen schönen Eischnee zusammen mit Zucker und Vanillinzucker. Dann die Eigelbe langsam dazugeben und dann wird noch Stärke und Mehl und ein bisschen Backpulver drüber gesiebt.